verehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter, Mitstreiterinnen, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der MITKs zu unserer einerseits offenen Mitgliederversammlung, aber gleichzeitig zu der Feier zum 60. Geburtstag der MIT Bund. Es zeigt sich einmal wieder, wie stark der Mittelstand in Deutschland ist. Durch diese Veranstaltung wird das dargestellt, insbesondere auch hier in Karst. Was die MIT auszeichnet, das Netzwerken, das Gemeinsame für ein Ziel einzustehen und die Kontakte zu knüpfen. Und dazu können wir Ihnen alle nur gratulieren, dass Sie das immer gepflegt haben und heute auch noch weitermachen. Netzwerken bedeutet für mich insbesondere Lernen. Lernen voneinander, aber auch besonders Lernen miteinander. Bevor ich nun das Mikrofon weitergebe, möchte ich mich im Namen des gesamten Dresden-Teams bedanken, dass Sie uns heute hier bei dieser Veranstaltung unterstützen und unsere Gäste sind. Die MIT, so wie ich sie persönlich kennengelernt habe, ist für mich ein wunderbares Bindeglied, nämlich zwischen Unternehmen, zwischen Gesellschaft und Politik. Sie ist eine Stimme, die wir einzelnen Unternehmer überhaupt nicht haben. Und dafür möchte ich als ganz einfaches Mitglied mal Danke sagen und ein Kompliment an unsere MIT hier in Karst. Es gibt noch viel, viel, viel zu tun. Ich bin aber sicher, dass wir mit vereinten Kräften und mit einer starken MIT im Bund, im Land und in besonderer Weise hier in Karst diese Herausforderung meistern können. Habe ich Ihnen zum Geburtstag eine Torte mit den herzlichsten Geburtstagsglückwünschen mitgebracht. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Hotel Kempinski in Frankfurt, Ford Mustang, 421 PS, 8 Zylinder. Ja, nochmal einen großen Applaus, das ist unser Gewinner heute Abend, das ist der Gutschein. Der Glückwunsch von der Bürgermeisterin. Applaus